Wo ist denn der Kleine hin? Ist er ausgewachsen? Und ist das da hinten der andere? Oink. Das ganze Weizen ist schon wieder fertig. Und das wackelt auch nicht mehr. Also irgendwas habe ich mit den Mods hier verunstaltet. Ja, weißt du auch. Aber es ist jetzt auch egal. Ich ernte das mal fleißig hier. Brauchen wir auch gar nicht so ein riesiges Feld. Das wirft hier eigentlich schon genug ab, um satt zu werden. Na, muss mit so einer gewissen Regelmäßigkeit einfach mal gemacht werden und dann geht das schon. Hier haben wir die ganze Saat. Da hinten, das reiße ich dann tatsächlich ab und mache da dann ein Melonen- und Kürbisfeld hin. Damit es hier ein bisschen schöner aussieht. Nein, nicht durch Feld latschen. Schieb, schieb. Du bist kein Schieb, du bist ein Pick. Genau, dann einfach durch das andere Feld, aber ist ja egal. Huch, sorry. Sorry, Entschuldigung. Brauchst nicht wegrennen. Ich tu dir nichts. Das war aus Versehen. So, hier muss auch noch ein Zaun vor oder ein Dingen. Oder ich wollte das hier ausfahrbar haben, dass man hier auch mit dem Boot noch durchfahren kann. Hallo. Hallo. Schwein. So, hier ist dann auch noch ein Bogen vor. Ich mache erstmal eine Sache schon mal. Das kommt weg. Wir haben ja jetzt hier die ganzen Holzstüfchen. Dann haue ich hier die einfach nochmal ein bisschen hin. Da eine Reihe von. Damit das schon mal nicht so ganz nur eine Wand hier ist, dass es da so reingeht. Ja, dass das hier ein bisschen was Schönes. Das kommt auch halbwegs weg. Ach, Schwein. Du musst nicht an der Baustelle hier rennen. Ach, habe ich dich schon wieder getroffen. Tut mir leid. Da? Da. Habe ich nicht genug mit. Es reicht gerade so. Naja, die kommen wieder weg. Obwohl. Doch, die kommen weg. Ansonsten können wir das ja später noch ändern. Da sind wir dann auch mal der Enderman. Hier kommt es noch weiter vor. Sieht, ja, nee, es sieht jetzt doof aus. Habe ich gerade mal entschieden. Müsste man tatsächlich hier dann das bisschen darüber. Die kommen weg. Ist ja schön, dass man immerhin die ganzen Rohstoffe immer wieder kriegt. Oder die ganzen Blöcke hier. Das sieht auch nach. Wenn man das dann nur aus den Halbtrittdingern macht, dann ist da so ein Holzpümpel da drunter. Sieht auch doof aus, aber richtig. Menno! Ach man, irgendwie mit den Halbdingern hier, da habe ich es gerade mal nicht so. Ja, wunderhübsch. Hier. Das passt zwar genau für 5. Ach komm, ich hau das hier einfach mal hin. Passt, wunderbar. Das könnte nicht schöner sein. Hier muss eh noch anderer Kram hin. Das sieht auch doof aus hier. Schäbig. Schäbig. Als hätten wir es gebaut mit schäbig Hall. Erde. Erde, das sieht doof. Unzufrieden. Egal, ich überlege mir was fürs nächste Mal. Vielleicht probiere ich heimlich, ne, so ganz heimlich in der kleinen anderen Kopie hiervon ein bisschen rum. Damit ich dann nicht hier so Ewigkeiten alles falsch baue und dann tatsächlich dann wieder alles anders mache. Hier muss auf jeden Fall noch ein kleines Dach drauf. Und das alles schön werden. Ich wollte. Genau, jetzt habe ich eigentlich die Pläne, das, was ich vorgehabt habe, hierfür schon halbwegs fertig. Da hinten muss es ja noch anders, aber es ist, glaube ich, kann man sich aus der Entfernung ein bisschen besser anschauen, wie das denn hier runterführen könnte. Ich glaube, es muss auch gar nicht so eine große Treppe sein. Es kann dann hier wieder so ein kleines Ding, ein paar Geländer dann da dran, dass es ein bisschen schöner aussieht. In der Mitte hier ein Baum. Da wieder die Suizidschafe. Und ich hau mir einfach nochmal ein paar Bäume hier raus, obwohl ich muss mir erstmal hier eine Dingens machen. Eine Axt. Naja, das sieht doof aus hier. Das muss eigentlich alles noch einen runter. Das Gebäude hier. Will ich das?
meine, das sind wieder solche Bauaktionen hier. Und ich mache hier einfach eine kleine Treppe hoch und fertig. Aus Ziegelstein. Und dann lassen wir hier ein bisschen Kies in den Boden ein. Dass hier ein kleiner Weg entsteht. Ja, ich glaube, das ist besser, als hier so auch nochmal Holz zu haben. Wir haben da hinten ja schon so viel Holz. Das kann man dann lieber hier ein bisschen kleinen Vorbau dann mit einem Holzdach machen. Ist, glaube ich, besser. Das mache ich dann hier. So, die brauche ich gerade nicht. Wunderhübsch. So. Pam. Gefällt mir spontan besser. Habe ich gerade mal entschieden. Da vielleicht noch Fackeln drauf. Ja, ist besser auf jeden Fall als das andere. Das andere ist da doch. Das andere. Können hier denn noch vielleicht ein Büschlein vor? Wir haben ja hier das andere Zeugs. Das gezuppelt in der Kiste liegen. Hier. Ich batsche einfach mal ein bisschen provisorisch was ran. Ich hoffe, das bleibt da dann auch. Zack, wunderhübsch. Ich meine, hier ist ja ein bisschen Holz in der Nähe. Ach, herrlich. Ja, ist doch fast schön. So. Das muss weg. Oh, habe ich einen verschwendet. Hier kommt eine Kiste hin. Ganz einfach, die ich nicht dabei habe. Habe ich einen noch in der Kiste? Also eine Kiste in der Kiste? Ich habe noch zwei. Das passt genau. Hier heißt eigentlich Truhen. Die Dinger kommen weg, 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 weg. Kann ich mir gleich Brote draus bauen, aber genau, die Kiste für die Brote kommt vielleicht, oder für das Weizen und die Samen. Für die Samen kommt es nach draußen und hier die ganzen Blümchen und den ganzen Krempel. Ist, glaube ich, besser. Dann nehme ich mir die aber erst gleich mit. Ich kann den Kies auch nochmal hier mitnehmen. Einmal so ein Stapel. Dann sieht das hier auch gleich viel schöner aus. Hier muss dann halt richtig noch ein Dach drauf, eine andere Tür, wo keine Zombies reinlaufen könnten. Kommt das hier ein bisschen runter. Dann hier einmal. Da an die Seite kommt, was kommt denn da hin? Auch nochmal so ein Ding. Ich probiere das mal. Doch, ist gut. Kiste, nein, falsch. Kiste. Hätte man auch da weiter ranbauen können und hier ein anderes Ding. Ach komm, hier, zack. Weg, wir haben es ja. Ich bin gerade ein bisschen, ich muss mal ein bisschen entschlussfreudiger werden hier. So, ach, schön. Ach komm, hier, zack. Kommt hier dann ein kleines Dächlein drauf, ein kleiner Überstand. Und hier kommt dann überall der ganze Kies hin. Oder Gravel oder Gravel. Und dann wird das schön hier, damit das auch noch mal noch was aussieht hier. Können wir eventuell auch noch Sand hier reinbringen. Das muss noch weiter hier vorne hin. So. Ach, herrlich. Gefällt mir gut. Kleinen Weg hier rüber, der muss nicht ganz so gerade sein. Eventuell auch ein bisschen zugewachsen hier. Dass sie direkt dann hier ranführt. Das war toll, total schlau. So. Ja, soll ja auch noch was aussehen. Zwischendurch ein kleines Blümchen ist schön. Hier können wir noch überall Gras hinhauen. Das fällt mir gerade so ein, weil es sieht ein bisschen kahl hier aus. Also nicht wie kahl. Ich kenne spontan. Doch, ich kenne einen kahl. Aber ist egal. Ne, ist egal. Ja, ja, ja. Auch wenn man sich konzentrieren muss, dann kommen die schlechten Witze ein bisschen zu kurz. Aber ich hoffe, das stört keinen. Dann hört man eben auf das normale Gelaber und das sieht noch ein bisschen doof hier aus. So, und das ist auch nochmal raus hier. Und da ist die Schaufel kaputt, aber wir haben ja noch so viele. Weil ich natürlich mit voller Absicht damals so viele gemacht habe. Das sieht so auseinandergefärcht, sieht auch mitteltoll aus. So. Nein, so. Da. Da. Hier in der Mitte kann dann ein bisschen Gras rein. Oder hier nicht, aber dahin.
wenn das Gras denn da hinkommt. Nur die Erde. Sieht aus, als hätte sich jemand hingekotet. Ist ja auch nicht so, dass man das jetzt unbedingt haben möchte. Wir haben hier so eine richtige Spur reingezogen. Muss nicht sein. Da. Noch mehr Kies. Oder haben wir... Ich habe noch 4 Stück. Ich habe in der Truhe da in der im Haus da noch was. Dann muss das hier aber eigentlich auch ein bisschen weg. Ja, so ist das. Ein bisschen Landschaftsdesign hier betreiben. Ist schon ein bisschen eng. Ach komm. Hier, zack. Kommt hier gleich wieder Erde hin. Ja, ist wunderbar spannend, ich weiß. Aber es gehört dazu. Wahrscheinlich ist es gar nicht so unspannend und ich muss mich da immer gar nicht für entschuldigen. Weil wahrscheinlich nervt es dann noch mehr, als wenn das nicht so ist. Als wenn hier... Ne, wisst ihr schon, was ich meine. So, ach, wunderhübsch. Da noch einen hin. Da auch. Jetzt hatte der Plan mit der Erde super funktioniert. Mit dem Gras. Komm, mache ich vorübergehend dann noch einen hin. Kommt er später dann das hin. Oder ist das schon zu viel Gravel hier? Gravel. Dann müsste das hier eigentlich wieder weg. Na, so. Damit das mit dem Weg hier ein bisschen schöner ist. Obwohl, ach komm, ich hau da jetzt einfach eine Runde Gräser hin. Wir haben hier noch 3 ganze Knochenmehl, die brauche ich nicht. Aber ich habe hier noch Knochen, da kann ich mir Neues draus machen. Das bleibt auch hier. Das kann dahin und wunderbar, sind wir wieder voll im Inventar. So wie wir es gern haben. Jetzt habe ich das Zeugs hier. Wunderhübsch, das ist mir noch zu weit hier. Das muss ein bisschen grasiger sein. Da auch ein bisschen. Kann auch ruhig ein kleiner Weg hier sein. Das ist ja nur der Seiteneingang. Oder so. Ach komm, dann ist es hier halt beides Erde. Können wir uns... Nein, ich will nicht überall Brunnen bauen. Ich meine, so viel Platz haben wir hier nicht. Also schöner so. Kann ich mir lieber ein paar Blümchen hier reinhauen. Oder hier können wir dann, wenn wir uns das hier unten die Höhle erschlossen haben, können wir hier vorne eine kleine Luke machen, dass wir da runterkommen. Ich denke, die zieht sich tatsächlich hier drunter durch. Ist, glaube ich, als Plan ganz gut. Es ist schon wieder Nacht hier, oder ist schon wieder. Sollte ich aufpassen, was ich hier mache. Na, hier ein bisschen Zeugs hin. Ah, schönes Blümchen. Sieht doch gleich schon viel besser aus. Ist doch schön. Bisschen natürlicher. Zack. Ach, herrlich. Guckt euch das mal an. Oh, als wäre man hier zu Hause. Ich meine, sind wir ja. Hier muss noch eine Laterne hin. Noch so eine richtige. Oder wir machen hier einen kleinen Bogen hin. Ja, ich glaube, eine Laterne ist schöner. Das kommt weg. Kommt hier Erde hin. Dass hier alles seine Natürlichkeit bewahrt. Und ich lege mich erstmal pennen. Und ich glaube, wenn dann wieder der Tag angebrochen ist, wenn der Tag anbrach, ah, sieht echt schön aus hier so. Ja, mir gefällt das. Kann vielleicht hier noch ein bisschen aufgeräumter sein. Dass das Feld nicht genau an das Gras anschließt. Damit das nicht so unordentlich aussieht. Blümchen nehmen wir mit. Dann, ne, damit das nicht so verwildert aussieht. So, aber ich, ja, hier ist auch ein bisschen viel des Guten. Dass man hier noch einen kleinen Weg an die Seite hat. Doch, das gefällt mir hier. Hier muss auch noch eine Fackel drauf, dann kann die oben weg. Sieht jetzt nicht so wahllos aus. Können wir hier einen kleinen Überstand dann darüber bauen. Hier auch ganz rüberziehen. Eventuell an der anderen Seite auch noch Werkbank und sowas hinbauen. Ich weiß noch nicht genau. Es wird sich zeigen. Das muss auch noch weg. So, besser. Ha, schön. Das muss auch gar nicht so breit. Das soll ja gar nicht so ein großer Hof hier sein. Ist einfach nur so ein kleines, niedliches Ding hier. Hier muss es auch noch eben weg. Mit der schönen Schaufel. Die Blümchen oder das Blümchen kann ich nochmal hier in die Seite klatschen. Zack. Da auch noch welche hin. Weil die gelben, das ist, oder die roten, ich weiß noch nicht genau, welche ich denn schöner finden soll. Das Ei kommt weg.
Doch, ist besser so. Und wieder rein und alles in die Kiste ablagern. Und, das brauchen wir auch gar nicht. Dann schaue ich mich gleich nochmal um, was denn so grobe Versprechungen für die nächste Aufnahme sind. Das brauchen wir auch gar nicht, das benutzen wir kaum oder gar nicht. Grabbelhandschuh kann hier wieder hin. Das kommt da rein. Ein Holz ist albern, aber kein Grund, das wegzuschmeißen. Da machen wir uns anderes Ding draus. Die kommen auch hier, zumindest der eine Stapel da rein. Aber hier das Bauzeugs. Unschlüssig. Blümchen rein. Leitern brauchen wir auch gerade nicht. Die brauchen wir dann das nächste Mal, wenn wir hier die Erkundungstour im Canyon machen. Was denn das nächste Mal tatsächlich auch der Fall sein wird. Na, aber für diese Aufnahme möchte ich gerne hier abschließen. Auch ohne Dach. Obwohl, schnelles Dach ist da eben reingezimmert. Obwohl, es ist... Nee, machen wir nächstes Mal. Mit diesem schönen kleinen Blick hier drauf. Auf das Feld, was geerntet werden muss, verabschiede ich mich mit den Eiern nicht in der Hand in die nächste Aufnahme und sage auf Wiedersehen bis zum nächsten Mal. Ne, bis dann, auf Wiedersehen. Tschüssi. Wink.